wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Markt scannen und Trades finden mit Forex Spot. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend wieder live dabei sind und natürlich umso mehr, dass der Manuel Lücke heute wieder für uns die Zeit gefunden hat, das Webinar mit uns gemeinsam zu machen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXWett und wir schauen uns auch direkt den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, dann gebe ich auch schnell den Bildschirm auch rüber, Manuel, und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Vielen Dank. So, Bildschirmübertragung ist gestartet. Vielleicht mal ein kurzes Feedback geben, ob man meinen Bildschirm sieht. Und Ja. dann lege ich auch los. Okay, perfekt. Ja, super. Dann begrüße ich Sie auch alle nochmal recht herzlich. Und ja, freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Ja, mittlerweile ist es ja extremst kalt geworden draußen. Das heißt, umso mehr Leute nehmen sich die Zeit, drinnen ein bisschen Informationen sich zu ziehen, wie zum Beispiel heute in diesem Webinar. Deswegen habe ich heute auch ein spannendes Thema für Sie mitgebracht. Und zwar geht es um das Marktscreening, wie man Trades findet, speziell heute mit Forex Spot. Und Forex Spot ist ein besonderes Handelsinstrument, sage ich mal, was Sie alle handeln können, wenn Sie bereits bei FX Flat mit dem MetaTrader unterwegs sind. Und ich würde heute mal die Gelegenheit nutzen, das Spotlight ein bisschen auf die Spots zu geben, denn hier verbirgen sich ein paar Vorteile, die Ihnen individuell auch weiterhelfen können und die viele bisher noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Also bei mir kam es tatsächlich schon mal vor, öfters, dass ich die Forex Spots an ein paar meiner Klienten empfohlen habe für ihr Trading, da sie von gewissen Vorteilen profitieren können, wenn sie das nutzen. Und ja, wenn Sie wissen wollen, welche Vorteile das sind, dann bleiben Sie einfach dran und ich werde Ihnen das heute alles erzählen. Bevor es losgeht, vielleicht noch eine kurze Vorstellung meinerseits. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin der Entwickler und der Gründer auch vom Forex Screener sowie auch von dem Top Trading Software Projekt. Ich bin seit langer Zeit im Bereich der Börse aktiv, seit über 10 Jahren. Habe damals angefangen, als Entwickler Handelssysteme zu entwickeln, zu programmieren in einer Vermögensverwaltung hier in Berlin und war relativ schnell von der ganzen Magie der Börse verzaubert, sehr verzaubert davon, dass Software eigenständig Geld verdienen kann, natürlich mit Betreuung. Und das ist ja so der große Traum, den wir alle irgendwie haben, beziehungsweise alle haben, die halt mit dem Thema in Berührung kommen. Von daher bin ich in dem Thema stecken geblieben bis heute und ja, freue mich, dass ich meine Passion gefunden habe. Wie gesagt, war ich anfangs in einer Vermögensverwaltung tätig und mittlerweile habe ich meine eigenen Projekte und versuche Ihnen den Trading-Alltag zu vereinfachen. Einerseits mit dem Forex-Screener, um den soll es heute gehen. Da können Sie Ihre Trading-Kriterien eingeben in eine Software und nach den Kriterien wird der gesamte Markt gescannt für Sie, spuckt Ihnen die Ergebnisse aus und dann müssen Sie manuell quasi nicht mehr suchen. Das zweite Projekt, Top Trading Software, da geht es um die Entwicklung von Trading Software und zwar komplett individueller Entwicklung. Das heißt, Sie können zu uns kommen und sagen, Sie möchten sich gerne einen Indikator entwickeln lassen oder ein Handelssystem oder beispielsweise auch eine Copy-Trading-Software. Also Sie können sagen, alles, was Ihnen den Trading-Alltag irgendwie vereinfachen würde, auch wenn es darum geht, beispielsweise News auszulesen, dann können Sie Ihre Vorgaben an uns weitergeben und wir automatisieren das für Sie. So, dann würde ich sagen, steigen wir ein ins Thema und werfen vielleicht mal direkt einen Blick
in den MetaTrader. Und zwar habe ich hier heute ja zum Anfang zwei Charts geöffnet, die quasi fast identisch aussehen. Und vielleicht können Sie auch mal in den Chat hineinschreiben, ob Sie schon Erfahrungen haben mit Forex Spot oder ob Sie sagen, ja, habe ich schon mal gehört, weiß ich aber noch nichts wirklich drüber, damit ich mir mal eine kleine Übersicht machen kann, wie tief das Thema hier schon vertreten ist. Währenddessen werde ich schon mal anfangen zu erzählen, was man denn hier sieht. Und zwar haben wir auf der linken Seite den Euro-US-Dollar, ganz normales Forex-Währungspaar, wie man es kennt. Und auf der rechten Seite haben wir den Euro-US-Dollar, aber als Spot. Und Spot ist quasi, oder sind die Handelsinstrumente, um die es heute so ein bisschen gehen soll, neben dem Forex-Screener. Die findet man in der Marktübersicht einfach gekennzeichnet mit Punkt Spot in dem Namen. Und hier ist es so, obwohl es erstmal ähnlich aussieht, gibt es da noch ein paar Unterschiede. Also auf dem ersten Blick erkennt man es vielleicht nicht, aber es ist jetzt quasi H1, das gleiche Zeitintervall. Und man kann sehen, der Chart, der sieht relativ ähnlich aus, aber hier gibt es schon so einen kleinen Unterschied, dass dieser Spike, der hier gemacht wurde in dieser bullischen Kerze, der sieht so ein bisschen anders aus. Also man kann schon mal sagen, die Kurse, die unterscheiden sich etwas. Das wäre so die Feststellung Nummer eins, die man optisch erstmal sehen könnte. Und was man auch noch erkennen könnte, was Sie jetzt vielleicht mit dem bloßen Auge nicht erkennen, Forex-CFDs, jeder weiß es ja, die sind unter der Woche, laufen die durch. Also die könnte man rund um die Uhr handeln. Und das sieht man hier einfach unten, indem man auf die Zeit guckt, ne? Findet man quasi für jede Stunde eine Kerze. Bei den Forex-Spots ist es ein bisschen anders. Hier haben wir es so, dass die letzte Kerze, die geht quasi am Tag bis 22 Uhr, das sieht man hier unten, und dann startet die nächste Kerze erst ab 1 Uhr. Das heißt, man kann es nicht durchhandeln. Also es gibt quasi Handelszeiten in den Forex-Spots von 0 bis 22 Uhr. Und wir haben auch noch andere Eigenschaften, die Sie interessieren sollten, wenn es um Forex-Spots geht. Und zwar der größte Unterschied, warum es wahrscheinlich auch zu den Forex-Spots gekommen ist, dass die so ein bisschen populär geworden sind, sind eben die geringen Margin-Anforderungen. Also man braucht im Endeffekt weniger Geld auf dem Konto, um eine gewisse Lotgröße zu eröffnen. Sie können quasi mit den Forex-Spots eine größere Lot-Position eröffnen. Sagen wir mal, wenn Sie jetzt irgendwie 10.000 Euro auf dem Konto haben, können Sie mit mehr Lots handeln, als wenn Sie normale Forex-CFDs handeln. Das hängt aber natürlich auch vom Kontotyp ab. Also es ist eben so, FX Flat bietet ja verschiedene Kontotypen und als professioneller Kunde haben Sie auch nochmal einen anderen Hebel als privater Trader. Und meine Aussagen beziehen sich gerade eben auf die privaten Handelskonten. So, was bringt es eben für einen Vorteil? Wie ich schon gesagt habe, gibt es ja eben Trader da draußen, die wollen nicht so viel Geld auf dem Konto haben oder haben eben auch nicht so viel Geld. Und so kommt es eben dazu, dass die Margin-Anforderungen sich unterscheidet. Bei den Forex-Spots haben wir 0,5% als Margin-Anforderung. Das heißt, Sie brauchen nur 0,5% von der Geldmenge, die Sie wirklich bewegen. Und bei den Forex-CFDs sind es 3,33%. Im Endeffekt heißt es nichts anderes, als dass, wenn wir einen Lot eröffnen wollen, also eine Position mit einem Lot, dann brauchen wir den Geldwert 3.333 Euro. Und wenn wir aber eine Forex-Spot-Position eröffnen, dann brauchen wir nur 500 Euro. Und jetzt könnte man sich fragen, naja, dann kann ich ja eigentlich nur noch Forex-Spots handeln, weil dann habe ich ja den Vorteil, dass ich weniger Geld auf dem Konto brauche. Deswegen schauen wir uns mal noch die anderen Unterschiede an, woran man dann eventuell die Entscheidung treffen kann, ob man ab heute nur noch die Spots handelt oder bei den CFDs bleibt. Und zwar,
Ja, haben wir durch den Overnight-Handel, der eben nicht existent ist, bei den Spots, haben wir auch keine Swaps sozusagen. Also wir können in der Nacht keine Position eröffnen. Und der Clou an der Sache ist, dass unsere Positionen bei den Forex-Spots auch geschlossen werden zum Tagesende. Also sobald es 22 Uhr ist und wir haben eine offene Position im Forex-Spot, wird sie automatisch geschlossen. Das hat Vor- und Nachteile. Also wenn man eben im Swing Trading unterwegs ist und man ist darauf aus, dass man die Position länger hält, hat es natürlich den Nachteil für uns, weil wir wollen ja die Position über einen längeren Zeitraum geöffnet haben. Wenn wir jetzt aber sagen, wir handeln nur intraday, dann hat es sogar den Vorteil, dass man sich zum Tagesende selber nicht mehr darum kümmern muss, Punkt 1. Und Punkt 2, aus Erfahrung kann ich sagen, die Handelssystemprojekte, die ich so betreue, da gibt es eben sehr oft auch die Anforderung, dass man eben so einen Position Closing Time mit einbaut. Also, dass der Kunde quasi sagt, er möchte eine Uhrzeit eintragen, zu der die Position dann am Tagesende geschlossen wird. Das bedarf es eben bei den Forex-Spots nicht, da das ja automatisch schon so gehandhabt wird. So. Und ja, dann vielleicht noch als letzten großen Unterschied ist auch die Abwicklung des Geschäfts zu nennen. Es gibt eben immer ein paar Leute, die denken auch, dass die Kurse bei den CFDs, ich sag mal, manipuliert sind oder halt einfach gemacht sind. Jetzt ist es nicht so, dass da jemand mit einem Joystick sitzt, sondern die Kurse, die man bei den Forex-CFDs sieht, die müssen schon einen festen Bezug haben zum echten Markt. Ja? Und jetzt ist es so, bei den Forex-Spots, es ist der echte Markt. Also es ist quasi, sind das die Kurse, auf denen sich die Forex-CFD-Kurse eben beziehen. Und wir haben hier eben diesen großen Unterschied, dass es ein Interbankenhandel ist. Also die Geschäfte, die werden quasi direkt im Interbankenhandel abgewickelt, anstatt dass sie eben zu den Liquiditätspools weitergeleitet werden. So hat man eben den direkten Handel und die Leute, die denken oder die so ein bisschen Angst haben vor dieser Manipulation, die von manchen Leuten eben genannt wird, die werden hier auf der sicheren Seite vom Mindset her, sage ich mal. So. Das sind erstmal die grundlegenden Unterschiede. Jetzt wissen Sie das Handelsinstrument, worum es hier geht. Und wir wollen uns natürlich mal angucken, heute mit dem Forex-Screener, unserem Screening-Tool, was man damit finden kann in dem Markt, beziehungsweise wie man das beides verbinden kann. Also, wenn wir jetzt sagen, wir wollen Forex-Spots handeln, wie können wir unser Tool bedienen, um entsprechende Trade-Möglichkeiten zu finden? Und dafür würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt rein in den Forex-Screener. Ich lade hier die Seite nochmal neu. Und dann haben wir quasi ja unsere ganzen Filter zur Übersicht. Und der wichtigste Filter für heute quasi ist die Asset-Kategorie. Denn hier können wir festlegen, dass wir den Markt durchsuchen wollen nach Forex-Spots. Also prinzipiell kann man es sich eben so vorstellen, der Forex-Screener greift eben auf alle Handelsinstrumente zu, die sich im MetaTrader befinden und durchsucht dann eben einfach nach den Kriterien, die sich hier eingegeben haben in der Web-Oberfläche. In diesem Falle ist unser Kriterium, wir suchen nach Forex-Spots und wir wollen eben auch sagen, zeig mir mal alle Forex-Spots an auf dem Zeitintervall M15. So, und wenn wir das jetzt eingestellt haben, dann werden uns entsprechend alle Forex-Spots Währungspaare angezeigt. Und hier haben wir ein Ergebnis von 28 Paaren. Also wir haben jetzt hier noch keine konkreten technischen Kriterien eingegeben, sondern erstmal das Drumherum sozusagen. Und man kann jetzt schon sehen, bei FX Flat gibt es anscheinend 28 Forex Spot Währungspaare. So,
Dann hängt es eben von Ihnen ab, wie Sie Ihre Kriterien definieren wollen. Also man könnte jetzt sagen, nehmen wir mal als Beispiel Filter eben, damit Sie vielleicht die Funktionsweise so ein bisschen verstehen, können wir mal schauen, bei den Event-Filtern suchen wir jetzt nach einem Forex-Spot-Paar, wo sich der SMA 20 mit dem SMA 50 gekreuzt hat. Und zwar genau vor einer Kerze. Und ich würde hier auch nochmal das Zeitintervall rausnehmen, weil wir wollen dieses Crossing nicht nur auf M15 haben, sondern wir wollen es auf allen Zeitintervallen haben für die Forex-Spots. Und dann kann man hier mal reinschauen, indem man in die Ergebnissektion scrollt. Und wir haben jetzt zwei Ergebnisse gefunden. Das eine oder ja doch, das linke sieht für mich eigentlich auch ziemlich interessant aus. US-Dollar Cut Spot auf Tagesbasis. Und wir müssen jetzt hier erstmal noch unser Add-on aktivieren. Das habe ich mir schon als Vorlage gespeichert. Jetzt dauert es einen kurzen Moment, bis sich das synchronisiert hat. Und dann kann man per Klick quasi auch den Chart öffnen. Dauert noch einen kurzen Moment. Ansonsten können wir es auch kurz per Hand machen und danach wird es dann eben funktionieren. US-Dollar Cut auf D1. Schauen, ob es jetzt schon geht. Genau. So, jetzt wird das Ganze geladen. Die Indikatoren werden auch reingeladen, dankenswerterweise durch das Add-on. Also werden hier quasi der 20er und der 50er ist immer angezeigt. Und man kann hier auch sehen, dass genau vor einer Kerze in diesem Punkt der Cross stattgefunden hat, sozusagen. Ich würde mal hier das Datenfenster noch aktivieren. Und genau, da kann man eben sehen, dass der schnellere SMA quasi den langsamen überholt hat. Warum habe ich gesagt, sieht das Ganze so interessant aus, gerade auch für mich? Einfach weil wir hier an so einer, ja, wir haben hier so einen länglichen Widerstand, der auch leicht nach oben geht sozusagen. Und wir sind jetzt gerade genau an diesem Punkt angekommen. Also wir sehen, hier hat sich unten jetzt ein kleines Tief gebildet. Das ist quasi schon so ein Anzeichen für bis hierhin und erstmal nicht weiter. Ich hätte jetzt von dem Thumbnail gedacht, dass es so ein bisschen tiefer noch ist, also dass es hier genauso reinfallen würde in den Widerstand. Aber wir können es ja uns mal kurz auch genauer einzeichnen, den Widerstand. So. Ist hier quasi zu sehen, dass man noch ein bisschen Luft nach unten hat. Wir sind hier nicht ganz rangelaufen bis an den Widerstand. Und wenn das jetzt der Fall gewesen wäre, dann wäre das für mich schon ein Long-Signal gewesen. So denke ich jetzt aber, wird der Markt erstmal noch einen Tick nach oben korrigieren, wahrscheinlich an das letzte lokale Tief anlaufen und dann nochmal bis zu dem Widerstand gehen und eintauchen. Und man kann ja auch sehen, dass der größere Widerstand hier sozusagen nochmal ein bisschen tiefer liegt. Also wäre es möglich, dass sich das nochmal bis zu dem zweiten Widerstand quasi runterschaukelt und wir jetzt die Möglichkeit hätten, in das Runterschaukeln, also in den Shortmarkt uns mit einzusteigen. Und das wiederum tut man dann eben, wenn wir an der Kopfseite an einem Hoch sind. Also eventuell könnte man mal gucken, ob sich hier der Widerstand angelaufen wird, um dann quasi noch weiter bis nach unten zu gehen. Vielleicht bricht er auch durch. Das ist immer dann so eine Sache, die muss man an den Widerständen selbst überprüfen, ob das Ganze jetzt so laufen wird. Das wäre ein mögliches Szenario. Das Hoch ist hier sogar schon bis an den Widerstand rangelaufen. Und ich würde in diesem Falle erstmal abwarten, wo die Kerze schließt. Also um dann eine Entscheidung zu treffen, ob man einsteigt. Das mal so als kurzer Einstieg. Und hier nochmal kurz zusammengefasst, in dem Marktscreening ist es eben so, dass wir die Kriterien eingeben,
in unsere Screening Engine, also in unsere Oberfläche sozusagen, und wir bekommen die Symbole als Output. Jetzt ist es eben wichtig zu verstehen, dass die einzelnen Filter ja miteinander verknüpft sind. Also ich kann im Screener selber mehrere Filter auswählen. Und hier ist es wichtig, den Zusammenhang zu verstehen. Denn wir können hier, oder was viele am Anfang nicht verstehen, ist, dass einzelne Filter miteinander quasi per logischem und verknüpft sind. Also wir können beispielsweise mal gucken, das ist der falsche Filter, wir können beispielsweise mal gucken, welches Forex-Spot-Paare über dem Bollinger-Band sind. Und gleichzeitig können wir gucken, welche Forex-Spot-Paare gleichzeitig einen höheren RSI haben als 80. So können wir quasi mit mehreren Filtern ein hohes Momentum abbilden, um dann quasi unsere Aussage oder unser Kriterium zu verstärken. Ich könnte jetzt hier auch ein Kontrakriterium eingeben, indem ich zum Beispiel sage, wir wollen über dem Bollinger Band sein, wir wollen einen höheren RSI als 80 haben und wir wollen einen Abwärtstrend laut Supertrend-Indikator haben. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, über diese Logik, dann wird man eben kein Ergebnis finden, da diese Konstellation eben sehr ungewöhnlich ist. Also entweder geht der Markt nach oben und alle Indikatoren sind auf grün sozusagen, oder der Markt geht nach unten, alle Indikatoren sind auf rot, also auf Selling. Und dass man jetzt ein RSI von über 80 hat und den Supertrend, dass der uns sagt Abwärtstrend, das wird man so in der Regel nicht finden. Heißt quasi für uns, wir sollten uns erstmal, bevor wir die Kriterien eingeben, erstmal überlegen, wonach gucken wir denn eigentlich im Markt? Also wie muss er denn aussehen? Ich kann ja jetzt nicht willkürlich irgendwelche Filter anklicken, sondern ich muss schon ein Setup kennen, was ich jetzt nur noch abbilden möchte. Und Sie sollten sich quasi immer die Frage stellen, ob Sie wissen, wie Ihr Setup aussieht, bevor Sie es im Markt gesehen haben. Denn wenn Sie jetzt Märkte durchschauen und Ihnen fällt auf, ah, da ist ja jetzt eine Formation oder eine Formation, die vielleicht wie eine aussieht, dann neigen wir oft dazu, dass wir uns diese Formation auch schönreden. Also, dass wir Formationen optisch für uns so hinbiegen und philosophieren und sagen, ja, das könnte so aussehen wie ein doppeltes Top beispielsweise. Und dabei ist es aber vielleicht gar kein richtiges doppeltes Top, sondern wir sind gerade einfach nur gewollt, den nächsten Trade zu machen. Und unser Verstand sagt uns unterbewusst, ja, komm, wir handeln jetzt einfach ein B-Setup, aber wir wollen eigentlich nur A-Plus-Sternchen-Setup suchen. Und das ist eben der große Vorteil, den Sie haben, wenn Sie den Forex-Screener nutzen, denn den Computer können Sie quasi nicht austricksen, wenn es darum geht, die Daten miteinander zu vergleichen und zu sagen, wir haben jetzt hier ein RSI von über 80 und da gibt es nichts dran zu schummeln sozusagen. Und wenn es bei Ihnen jetzt so ist, dass Sie noch keine Ahnung haben von Setups, also Sie haben vielleicht noch, ja, Sie sind neu an der Börse oder Sie haben noch keine Bücher gelesen oder sich sonst noch keine Inspiration geholt, dann habe ich Ihnen heute auch ein paar Setups mitgebracht, die Sie sich einfach mal anschauen können und denen ich Ihnen auch zeigen werde, wie Sie im Forex Screener diese aussuchen können, um danach den Markt quasi zu handeln. Dann haben wir hier als erstes ein Widerstandshandel Setup. Man sieht hier quasi die weiße Linie, ist ja so ein typisches Marktverhalten, wie er eben läuft. Also wir haben hier Seitwärtsphasen, wir haben Widerstände und dann ist es immer so, dass der Markt quasi einen Widerstand durchbricht und eben meistens nicht direkt nach oben schießt, sondern wir gehen dann erstmal in so eine Seitwärtsphase, also wir treffen auf den nächsten Widerstand, gehen dann in die Seitwärtsphase und tangeln uns nach oben und unten hin und her sozusagen. Und
Wir müssen hier wissen, dass man an den Widerständen es eben ausnutzen kann. Also wenn man es erkennt, dass man an einem Widerstand sich gerade befindet, dann macht es ja Sinn, in die Gegenrichtung einzusteigen. Besonders wenn ich weiß, wir haben jetzt hier schon mal einen Widerstand von unten durchbrochen und wir befinden uns jetzt aber von oben kommend am gleichen Widerstand, dann weiß ich, okay, wird wahrscheinlich Sinn machen, an dem Widerstand von oben gesehen Richtung Long einzusteigen, um dann halt bis zum nächsten Widerstand zu laufen. Und wie wir das machen, das zeige ich Ihnen jetzt nochmal im Forex-Screener. Nehme ich erstmal die alten Filter wieder raus. Der Forex-Spot-Filter, der bleibt heute, denn wir wollen heute nach Forex-Spot-Währungspaaren suchen. Und jetzt wollen wir quasi einen Widerstand suchen, beziehungsweise wir wollen uns alle Forex-Spot-Währungspaare anzeigen lassen, die sich an einem Widerstand befinden. Jetzt stellt sich erstmal die Frage, welchen Widerstand würde ich denn gerne auswählen wollen? Und hier wäre so ein Widerstandsfilter, Distanz zur nächsten Preismarke. Also die Preismarke kann immer ein Widerstand sein. Wir schauen mal, ob wir ein Paar finden, was dicht dran ist. Das war ein bisschen zu dicht, aber okay. Da finden wir jetzt gerade kein Währungspaar, was an so einer Preismarke ist. Kein Problem. Nehmen wir uns einfach einen anderen Widerstand, zum Beispiel Pivotpunkte. Und ich würde hier mal gucken, erstmal nach den Extremen, also die Pivotpunkte, die ganz weit außen liegen, ob wir vielleicht was finden, was dort dran liegt oder ob wir gerade mit der Marktlage einfach ein bisschen Pech haben. Klickt es mal kurz durch. Hier gibt es noch nichts. Auch nichts. S1, hier haben wir was. Okay. Ja, das sieht schon mal interessant aus, auf den ersten Blick. Ich würde sagen, gucken wir uns mal die folgenden an. Hier kann ich noch das Zeitintervall noch setzen, dann haben wir ein bisschen weniger Auswahl. Wir gucken uns das Ganze mal auf dem Stundenchart an. Da haben wir nur zwei Ergebnisse zur Auswahl. Und das Ganze öffnen wir jetzt mal. Perfekt. So, hier hat das Add-on für uns den richtigen Chart geöffnet und auch die Pivotpunkte eingezeichnet. Zu den Pivotpunkten gibt es auch schon ein Webinar auf dem FX Flat YouTube-Kanal oder auch auf unserem YouTube-Kanal ForexWiener. Und da erkläre ich Pivotpunkte noch mal ein bisschen in der Tiefe. Die Kurzzusammenfassung ist, wir haben Widerstandslinien, die sind hier ja quasi von Türkis bis Dunkelblau eingezeichnet. Insgesamt sind es 7 Linien und man kann eben oft erkennen, dass der Markt an solchen Widerstandslinien hält. Die Linien berechnen sich auch aufgrund der Tagesbasis. In diesem Falle, man kann sie auch auf Wochenbasis berechnen und da ist so ein bisschen, ja, da hat jeder so seine eigene Präferierung, was für ihn funktioniert. In meinem Falle nutze ich das meistens auf Tagesbasis. So, und jetzt haben wir hier den Fall, dass wir uns quasi an dieser Linie befinden, also an S1. Und hier ist es gerade, ich sag mal, kein eindeutiges Setup. Wir haben diesen Boden, der sich hier unten gebildet hat. Und der Kurs ursprünglich, also der Kursverlauf von heute, sieht eben so aus, wir sind relativ weit oben gestartet im Verhältnis zu dem, wo wir jetzt stehen, sind etwas nach oben gegangen und von dort aus ging es erstmal nur bergab. Jetzt haben wir ja extra diesen Widerstand uns eingezeichnet und der wurde total ignoriert. Also der Markt ist einfach, dem war es total egal, der ist hier einmal komplett durchmarschiert, weil er wahrscheinlich diesen Widerstand ja nicht für sich nutzen wollte, sondern eben diesen darunter liegenden Widerstand. Ich kann den auch nochmal kurz manuell einzeichnen. Das Ganze sieht eben so aus. Und das muss man beim Widerstandshandel eben auch auf dem Schirm haben, dass man sich die
lokalen Extrempunkte auch nochmal anguckt und wenn er eins in der Nähe liegt, so wie in diesem Falle, dass man darauf auch Acht gibt und weiß, okay, könnte auch noch ein bisschen weiterlaufen, bis dieser Punkt entsprechend erreicht ist. So, was heißt es jetzt im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss heißt es, ist gut, dass wir von der Seite nicht direkt eingestiegen sind und den ersten Widerstand genutzt haben als Abpraller, um long zu gehen. Hier ist es jetzt so, wir sind jetzt gerade in dieser Aufwärtsbewegung und man könnte jetzt halt nur spekulieren, ob dieser Widerstand, der ursprünglich der Support ist von heute, ob er jetzt von der Unterseite genutzt wird und wir so einen Kursverlauf haben. Oder ob vielleicht sogar der Punkt P, also das ist die gelbe Linie, ob dieser nochmal angelaufen wird und wir entsprechend so einen Kursverlauf haben. Also quasi nochmal ein bisschen höher. Und sobald wir jetzt dieses Tief hier unterschreiten werden, dann werden wir wahrscheinlich ja, entweder auf das nächste lokale Hoch zulaufen oder eben auf den nächsten Pivotpunkt Widerstand. So, das wären eben so die Prognosen. Jetzt als direkten Trade würde ich hier keinen Einstieg machen. Also man könnte sich das auch nochmal auf einen kleineren Zeitintervall angucken. Und ja, ich würde, also das ist hier keine sichere Kiste und wie gesagt, sicher ist sowieso nichts, aber wir wollen ja auch keine B-Trading-Setups handeln. So, da gibt es keine, also da gibt es uneindeutige Anzeichen dafür und in solchen Fällen sollte man immer den Trade doch lieber sein lassen. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal die nächsten Setups an und gehen noch mal kurz in die Folien rein. Ich habe Ihnen jetzt quasi zwei Widerstandsfilter gezeigt. Das eine waren die Preismarken, die wurden hier leider nicht erkannt. Also es gab gerade keine Preismarke, die im Spotmarkt angelaufen wird. Und der zweite Widerstandsfilter war eben der Pivotpunkt. Das können Sie für sich einfach mal mitnehmen. Okay, dann haben wir hier Chart-Patterns. Dafür haben wir auch Filter bereitgestellt. Da gibt es immer die verschiedensten Patterns, die man auch in den, also in den gängigen Trading-Büchern findet, sage ich mal. Das ist ja heutzutage sehr weit verbreitet. Hier haben wir beispielsweise das Rectangle-Pattern. Das bewegt sich meistens in so einer, ja, in so einem Rechteck. Also es ist, im Endeffekt ist es wie so eine Range, könnte man sagen. Und was man hier wissen muss, es ist meistens so, dass der Markt in so einer Range einen Zwischenstopp hinlegt. Also im Endeffekt kommt der Markt von unten, durchbricht hier auch wieder einen Widerstand und läuft dann halt bis zum nächsten Widerstand. Jetzt will er korrigieren. Läuft entsprechend den letzten Widerstand an und beendet seine Korrektur, geht weiter in Richtung Buy-Position, aber übertrumpft das letzte Hoch nicht, sondern er testet es eben nur an. Es gibt nicht genug Käuferkraft, um ein neues Hoch zu machen und entsprechend befindet man sich in dieser Range. Was jetzt der Fall ist oder wie man sich hier verhalten sollte, man sollte in so einem Beispiel an der Unterseite einsteigen, also in diesem Bereich. Warum? Weil es statistisch eben so ist, wenn der Markt von unten in einen Rectangle-Pattern reinläuft, also in so eine Range, dann ist es statistisch gesehen eben so, dass es nach oben hin aufgelöst wird. Und andersrum ist es eben auch so, wenn der Markt von oben kommt, also würde er von hier kommen und in die Range reinlaufen, dann würde er nach unten das Pattern auflösen, statistisch gesehen. Es ist jetzt natürlich so der Fall, man könnte hier auch an der Oberseite theoretisch einen Trade eingehen und sagen, man ist doch eh an dem Widerstand, also kann ich doch die komplette Range ausnutzen. Nur weiß man ja halt nicht, ob der Markt nochmal nach unten läuft oder ob er hier nur so einen kurzen Absacker macht, um dann das Hoch nochmal zu brechen.
Von daher würde ich in solchen Fällen immer mit der Statistik mitgehen. Dann gibt es noch ein weiteres Formationspattern, und zwar das doppelte Top. Hier ist es so, ja, schon fast ähnlich wie bei dem Rectangle-Pattern, nur dass eben im nächsten Anlauf der letzte Support wieder gebrochen wird, und das Ganze sieht dann aus wie so ein M. Und hier ist quasi der Ansatz für viele: Sie warten einfach ab, bis der Support gebrochen wird, und nutzen aus, dass es nochmal angelaufen wird von der Unterseite, dann entsprechend ein Widerstand ist, und gehen dann in Richtung Short. Diese beiden Patterns sind relativ selten zu finden mit dem Forex Screener. Deswegen können wir hier einmal reingehen in den Screener und gucken, ob wir jetzt gerade Glück haben und was finden. Oder normalerweise ist es so, dass man sich hier auch alarmieren lassen kann. Also es gibt E-Mail-Benachrichtigungen vom Forex Screener. Das kann ich Ihnen gleich auch mal zeigen, wie man diese einrichtet. Und dann ist es halt so, dass man am Tag oder in der Nacht oder jedes Mal, wenn so ein Pattern eintritt, eine Benachrichtigung bekommt per E-Mail und sich das Ganze dann angucken kann und entscheiden kann, ob man handeln möchte. Die Chart-Patterns findet man hier unten. Hier haben wir eine ganze Kategorie, die nennt sich Pattern-Filter. Und oben muss ich noch, genau, Forex Spot haben wir schon ausgewählt. Jetzt haben wir hier die Rectangle-Formation, und ich würde sagen, wir klicken einfach mal alle durch, weil die sind relativ selten eben zu finden. Mal schauen, ob wir jetzt einen Kurs oder ein Asset finden. Bei den Rectangles gibt es gerade nichts. Dann nehmen wir jetzt erstmal die doppelte Top- oder Bodenformation. Ah ja, hier haben wir was gefunden. Sieht so ein bisschen unsauber aus, aber wir können uns das mal angucken. Okay. Hier vielleicht mal den Indikator mit reinnehmen, weil das Ganze eben darauf beruht. Ich glaube, der ist hier noch nicht installiert. Ja, also die Pattern-Erkennung, die ist eben basierend auf Zickzack, und hier ist es dann meistens so, dass der Kurs jetzt gerade wahrscheinlich vom letzten Tief schon weggerannt ist, und der Zickzack-Indikator würde jetzt wahrscheinlich so hier einzeichnen. Hätte man das M quasi auf technisch detaillierter Sicht, aber eben auf optischer Sicht für uns sieht es dann nicht so aus, und das ist so ein unsauber erkanntes Pattern. Also das würde ich auf jeden Fall nicht handeln wollen, sondern lieber weiter gucken, ob wir noch was Saubereres finden mit dem Screener. Hier haben wir auch noch SKS-Formation. Da ist es gerade auch. Okay. Könnte man mal reinschauen, ob das ein bisschen sauberer ist. Ah ja, da ist sogar auch der Indikator dabei. Okay. Und das sieht auf jeden Fall schon sauberer aus. Also zumindest mit dem Zickzack-Indikator kann man hier sehen, wie die Erkennung quasi ist. Hier hat man so ein inverses Schulter-Kopf-Schulter-Pattern, befindet sich jetzt an der Oberseite. Und das typische Trading-Szenario wäre quasi an der Nackenlinie einzusteigen, wenn der Kurs quasi von oben wieder angelaufen kommt. Also quasi hier den Einstieg zu machen, um dann in Richtung Long zu profitieren. So, dann haben wir auch noch weitere Patterns, die sauberer arbeiten, da sie sich einfacher berechnen lassen. Der Klassiker ist meistens immer die Hammer-Formation. Jetzt können wir quasi danach einmal gucken, nach allen. Okay, Hammer wird jetzt in der letzten Kerze auch nicht erkannt, aber schauen wir mal vor zwei Kerzen im Wochenchart, damit Sie das einmal gesehen haben. Genau, haben wir gerade gesagt, wir durchsuchen den Markt nach allen Forex-Spot-Paaren, die vor zwei Kerzen eine Hammerformation gemacht haben. Und es ist quasi diese Kerze hier, die sieht jetzt auch, also man kann sehen, das ist halt so ein Hammer. Und
Die Hammerformation muss man immer kombinieren im Forex-Screener. Also es reicht eben nicht zu sagen, man möchte jetzt nur nach dem Hammer gucken, weil der Hammer alleine ist nicht aussagekräftig, sondern man sollte immer schauen, dass man sich vielleicht gerade sogar in einem Trend befindet, dass man sagt, der Trend läuft gerade so, wir sind jetzt wieder an einem Tiefpunkt, wo der Hammer sich ausbilden soll und dann soll der Markt Richtung Long gehen. So, und das wäre dann quasi unser Einstiegspunkt. Um das Ganze zu machen, also das könnte man jetzt mit Filtern natürlich abbilden, aber man hat natürlich auch immer die Möglichkeit, dass man einfach in der Vorschau guckt, also ob man quasi optisch hier jetzt schon erkennen kann, dass der Hammer in solch einer Situation wiederzufinden ist. Okay. Aber auch hier auf dem ersten Blick, also heute ist das nicht so nice mit den Setups. Hier wäre so eine Situation, ja, hier sieht man es sogar richtig gut. Ist ein sehr großes Zeitintervall, aber sollte richtig gut zu sehen sein. Ja, doch. Das wäre gerade was Langfristiges, das eben Monatskerzen sind. Heißt quasi bei langfristigen Sachen immer mit sehr kleiner Positionsgröße arbeiten. Und man sieht diesen Hammer jetzt hier. Der Chart lädt gerade immer noch ein bisschen, aber die erste dunkelblaue Kerze ist wieder quasi vor zwei Kerzen, haben wir ja gesagt, wollen wir diesen Hammer finden. Und das sieht man eben hier, ist ein ja, wunderschöner Hammer, beziehungsweise hat es eben einen sehr langen Docht nach unten. Der Kerzenkörper könnte vielleicht noch ein Ticken kleiner sein, aber so wie der Hammer hier aussieht, ist es schon mal eine sehr gute Indikation. Und ich glaube, worauf es jetzt gerade hier ankommt, ist der Schlusskurs der aktuellen Kerze über dem Hammer. Also wer es quasi erkennen kann, der Hammer ist ja quasi auch ein Außenstab. Und wenn wir jetzt über diesem Außenstab schließen, heißt es ja, wir haben einen neuen Außenstab jetzt in Richtung Long kreiert und können quasi davon ausgehen, also dass die Wahrscheinlichkeit eben auf unserer Seite steht, wenn der Markt erstmal weiter nach oben geht. Denn der Hammer ist quasi erstmal ein Long-Anzeichen und der Außenstab, der neue, der bullische, ist natürlich ein weiteres Long-Anzeichen und statistisch hätten wir den Vorteil, in Richtung Long einzusteigen. Aber wie gesagt, das sind gerade Monatskerzen und das ist eben ein sehr langwieriges Setup. So, dann würde ich sagen, die Formation haben wir soweit erstmal durchgesprochen. Genau, hier haben wir nochmal die Hammerformation. Bullisches Engulfing. Danach können Sie auch im Forex-Screener suchen, beziehungsweise den Markt scannen. Da geht es immer darum, dass die Kerze, die Vorkerze komplett umschließt. Also wir haben hier eine grüne Candle und die umschließt die rote Candle einmal komplett mit, das Hoch ist höher als das Vorkerzenhoch und das Tief ist tiefer als das Vorkerzentief. Und in diesem Beispiel sind auch die Kerzenkörper quasi einmal komplett umschlossen worden. So, dann schauen wir mal rein. Hier haben wir noch ein Trendhandelsansatz, der ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich werde es trotzdem mal versuchen zu erklären, beziehungsweise das einfach mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar in diesem Beispiel haben wir quasi immer ein Tief, ein höheres Tief, ein Hoch und ein höheres Hoch. Sobald das letzte oder das erste Hoch überboten wird, mit einem neuen Hoch, dann ist es eben so, dass der Trend beginnt nach Markttechnik. Also ab hier ist der Zeitpunkt, wo der Long-Trend aktiv wird. Und
Nach solchen Kriterien können wir auch mit dem Vorhaltscreener suchen, dass wir quasi solche Patterns finden. Das zeige ich Ihnen auch einmal, wie das Ganze funktioniert. Da müssen wir in die Trendsektion einmal wechseln. Können wir oben in der Suche auch einfach Trend eingeben. Und dann sind wir hier und können uns quasi eine Trendrichtung aussuchen. Zwar sagen wir, wir wollen jetzt alle Forex-Spots finden, die einen Aufwärtstrend haben oder sich in einem Aufwärtstrend befinden. Und man kann es so auf den ersten Blick schon mal sehen. Das sind in der Regel jetzt ja, Setups, die nach oben zeigen oder Märkte, die nach oben zeigen. Hier sieht das auf den ersten Blick ganz nett aus, sodass wir mal reingucken können. Das ist der CAD Schweizer Franken. Und man kann jetzt eben die vom Zickzack generierten Trendpunkte sehen oder die Extrempunkte sind es ja erstmal nur sehen. Da haben wir jetzt entsprechend ein Tief, ein Hoch und dann ein höheres Tief, ein höheres Hoch. Und solange das letzte Tief nicht unterboten wird, sind wir in einem intakten Aufwärtstrend. Und auch hier stellt sich dann immer die Frage, wie kann man am besten reinkommen in so einen Trend? Das macht man einfach, indem man wartet. Also man sollte eben nicht einsteigen, wenn der letzte Punkt ein Hoch ist, denn man weiß ja nicht, also man sollte nicht long einsteigen in den Trend, denn nach dem Hoch kommt ja sowieso immer das Tief und man kann nicht voraussagen, ob das Hoch hier bleiben wird oder ob es jetzt noch ein Stückchen nach oben wandert. Aber ich glaube, alleine vom natürlichen Gefühl kann man schon mal sagen, sollte nach diesem Hoch erstmal ein Tief kommen und entsprechend korrigieren. Die Korrektur ist ja meistens so, dass sie dann läuft, bis sie auf einen Widerstand trifft. Das könnte in diesem Falle, könnte das zum Beispiel dieser Widerstand werden oder es könnte natürlich auch schon weiter oben passieren, aber von der natürlichen Laufweite der Korrektur wäre das eben sehr eng und ich denke, der Markt wird noch weiter fallen als bis zu diesem Tief. Man muss aber eigentlich auch gar nicht spekulieren, wie weit der Markt fällt, sondern man muss einfach nur warten auf den nächsten Tiefpunkt. Und der wird durch den Zickzack-Indikator, der auch im Forex-Screener mitgeliefert wird oder ich glaube sogar standardmäßig auch im MetaTrader eingebaut ist, wird das Tief ja sogar mit eingezeichnet. Und sobald wir dann eben diesen gelben Kasten hier wieder sehen, würde das Ganze nach unten mitwandern. Und jetzt wüsste man so lange, bis dieses letzte Tief eben unterschritten wird, also oder nicht unterschritten wird, sind wir in dem Aufwärtstrend und könnten eben darauf spekulieren, dass der Markt weiter nach oben geht. So. Am besten würde ich aber diese Setups einfach anwenden, wenn ein klarer Widerstand zu finden ist. Der ist es in diesem Beispiel jetzt nicht. Plus, wenn man rauszoomt, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, dann kann man eben sehen, wir sind jetzt so gerade in so einer Seitwärtsphase gewesen. Und es ist unklar, ob das jetzt so ein Fakeout ist, also ob der Markt einfach mal nach oben kurz antesten möchte und wieder in die Range reinläuft, dann nützt uns dieser Trend hier überhaupt nichts. Oder ob der Markt jetzt wirklich den Trend durchsetzen wird und vielleicht noch mal ein bisschen korrigieren wird und dann nach oben steigen wird. Von daher würde ich wieder sagen, B-Setup an dieser Stelle. Also man sollte darauf warten, dass der Trend in der Korrektur auf einen eindeutigeren Widerstand trifft, um solche Setups einzugehen. Und dafür muss man eben einfach sagen, zeigt mir mal bitte an, lieber Forex-Screener, alle Assets, die sich in einem Aufwärtstrend befinden. Und dann könnte man beispielsweise durch die Thumbnails gehen und gucken, wo man auf so einen Widerstand trifft in der Forschung. Genau. Es gibt auch eine eine detailliertere Anleitung für den Trendhandel. Und zwar hatten wir letzten Monat auch schon ein Webinar, wo es nur um den Trendhandel geht mit dem Forex-Screener.
Dann gibt es natürlich noch weitere Einstellungsmöglichkeiten, wie man die Filter entsprechend konfigurieren kann, um ein besseres Setup zu finden und damit man nicht jetzt optisch durch die Vorschaubilder gehen muss. Das würde ich Ihnen nochmal ans Herz legen wollen. Okay, dann schauen wir mal, ob es hier noch irgendwelche Fragen gibt. Soweit erstmal nicht. Dann würde ich, ja, den Teil würde ich jetzt überspringen. Das schaffen wir zeitlich nicht mehr. Aber was auf jeden Fall wichtig ist für Sie, Sie können den Forex-Screener komplett kostenfrei nutzen, wenn Sie bei FX Flat bereits Kunde sind. Dafür müssen Sie nur auf unsere Webseite gehen oder auf die Webseite von FX Flat und können sich dort Ihren Gratiszugang beantragen lassen. Und der große Vorteil ist eben, dass Sie alle Kurse und alle Assets eins zu eins bekommen, wie Sie sie im MetaTrader von FX Flat vorfinden. So ist ja quasi auch der Riesenvorteil mit den Forex-Spots, dass wenn Sie im Forex-Screener nach Forex-Spots screenen wollen, dann finden Sie genau die wie aus dem MetaTrader von FX Flat und können so von den Vorteilen profitieren. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann ja, wünsche ich Ihnen natürlich profitable Trades und Sie sind natürlich herzlich dazu eingeladen, den Forex-Screener gratis zu nutzen und können uns auch jederzeit Fragen stellen per entweder E-Mail-Support oder Sie können auch eine persönliche Einführung buchen. Da erhalten Sie, wenn Sie einen Forex-Screener-Account bekommen, eine Möglichkeit mit Einladungslink, so dass wir einmal den Forex-Screener im Detail angucken zusammen. Und wenn Sie schon gewisse Strategien haben, die Sie vielleicht umsetzen wollen und noch nicht wissen, wie das Ganze funktioniert, dann können wir das einmal zusammen abbilden. Ob das jetzt ein Trendhandel ist oder ob Sie Widerstandshandel nutzen oder ja, vielleicht einen Handel oder eine Strategie, die jetzt so noch nicht implementiert ist. Dann nehmen wir das natürlich gerne mit auf, damit wir den Forex-Screener entsprechend weiterentwickeln können und die Filter, die Ihnen noch fehlen und entsprechend große Nachfrage haben, dass wir die noch weiter mit implementieren können. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Trades auf und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, Manuel, für das Webinar heute. Fand ich wirklich super. Und vielen Dank an alle für das Interesse und für die Teilnahme. Und entsprechend, hier ist noch eine Frage reingekommen: Wie kann ich den Forex-Screener bei FX Flat integrieren? Genau, da können Sie einmal auf unsere Webseite gehen und gehen quasi im Menü auf FS Add-on. Das Add-on ist quasi das Tool oder das Plugin für den MetaTrader. Und dann finden Sie hier den Button für MT5 jetzt downloaden, alle Features enthalten. Und dann können Sie entsprechend eine Setup-Datei herunterladen und installieren. Danach müssen Sie quasi genau noch diese Schritte befolgen. Und ja, nachdem Sie 3 Minuten investiert haben damit, dann können Sie schon loslegen und dann werden die Charts auch automatisch gewechselt per Knopfdruck. Super, dann haben wir das auch geklärt, beziehungsweise wir haben das auch in den Webinaren auch mal erklärt, auch in der Praxis. Da hast du das ja auch mal vorgeführt, wie das dann tatsächlich dann aussieht. Also auch da gerne reinschauen. Ich habe den Link übrigens von dem letzten Webinar auch reingestellt. Und ja, direkt daneben sehen Sie ja, dass es auch für den MetaTrader 4 gibt. Genau. Und bei weiteren Fragen dann gerne auch an uns schicken. Wir leiten das entsprechend weiter.
Und ich wünsche einen schönen Abend und morgen einen erfolgreichen Handelstag. Ich freue mich übrigens, dass wir nächstes Jahr weiter mit manuell Webinare machen werden. Die Termine dazu und die Einladung werden Sie dann demnächst auch kriegen. Also bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.